Vor dem Hintergrund des Leipziger Urteils muss die Landesregierung dringend Farbe bekennen, wie wir zu sauberer Luft in den Innenstädten kommen. Wir brauchen zwingend eine Hardware-Nachrüstung bei den betroffenen Pkw und diese Nachrüstung muss von den Herstellern bezahlt werden. Es braucht eine blaue Plakette, damit entsprechend auch nachvollziehbar ist, welche sauberen Pkw in den Innenstädten unterwegs sind. Und wir brauchen dringend Maßnahmen zur Verkehrswende, also eine Priorisierung für den ÖPNV, mehr Busspuren in den Innenstädten, die Förderung des Radverkehrs und des Fußgängerverkehrs, alle Alternativen zum Auto müssen mehr gefördert werden, als es heute der Fall ist. Die Bundesregierung, insbesondere Minister Dobrindt, haben jahrelang geschlafen, haben nichts getan, damit saubere Luft in den Innenstädten endlich vorankommt. Die Pkw-Maut wurde durchgesetzt, aber es wurde nichts für frische Luft getan. Deswegen muss die künftige Bundesregierung hier dringend handeln.